Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Castle Crashers mit mir und Mario. Ja, mit mir, ich mit meinen 13.587 Namen. Hey, fast so viel Namen wie Ping, Gott, eben. Ja, wir müssen zurück. Ach stimmt, genau, das wurde jetzt freigeschaltet. Na ja, genau, wir wollen den gefluteten Tempel, aber das geht nicht. Wir wollten in den Sumpf rein, ja, aber jetzt geht's in den Sumpf. Du lässt uns nicht. Ich muss gerade erst wieder auf die Steuerung klarkommen. Wie das Skelett einfach mal den armen Peasant da auslacht. Und die sehen jetzt, oh mein Gott, da kämpfen welche. Die sind voll mutig, wir schließen uns den einfach mal an. Und dann starten wir. Ja, die werden höchstwahrscheinlich so oder so sterben. So wie die königlichen Ritter damals bei den Cowherds. Oh ja. Der ist ja tot. Und ist doch egal. Macht halt Spaß. Meint, kann man das kaputt machen? Ich weiß nicht. Ja, achso, da oben, nee. Ich glaub nicht. What the? Aber kaputt, paar aus. Ich hab gerade versucht, nach Steuerung von Feisty Dragon einen schweren Angriff zu machen, frag mich nicht warum. gute Frage. Ja, zu viel Spiele momentan. Naja. Yay, noch mehr Gegner. Ja, ich hab gestern Abend festgestellt, dass ich bei mir tatsächlich noch Black Mesa installiert habe. Okay. Oh Gott, nein. Scheiße. Alter, er ist so voll am Headbang. Metal Skelett, ey. Aua, 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 das ist aua. Und der Sand wieder rumspammt! Ich hab keinen Sandwich mehr. Und ich hab grad einen Heiltrank verbraten. Weil Skelette elende Camper sind. Obwohl, Camper ist der falsche Ausdruck. Das dachte ich noch. Hammer? Ja, das klingt schon eher richtig. Rest, ja, hier, wieso? Ja, hier und jetzt kommt die Banane. Au. Au. Rest, niedliche Sachen, sie werden euer Untergang sein! Aua. Ja, schön wär's, wenn sie schon tot wären. Jetzt hab ich jetzt ein Schwert aufgehoben. Was ist denn jetzt? Ja, komisch, ne? Hatte ich die Waffe schon die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, was seid ihr denn für welche? Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Schlange. Ich nenne sie einfach mal die Smaragdgarde. Heißen die so? Nein. Nein, ich hab keine Ahnung, vielleicht heißt es Smaragdgarde, aber Smaragdgarde war damals bei Takeshis Castle richtig cool. Ach ja. Oh Gott, schade, dass die Serie nicht mehr, dass die Sendung nicht mehr läuft. Serie kann man nicht sagen. Wieso? Weil es keine Serie war, sondern eine Sendung. Das ist halt die Gangshow. Ey, das aber das, das hat mich auch gewundert, dass in Deutschland ausgestrahlt werden durfte. Ah! Naja, da haben halt ein paar Japaner was auf die Fresse gekriegt. Oh, ich hab da mal irgendwann so ein böses Video gesehen, wo sich die Frau fast das Genick gebrochen hat. Also einer, ich glaube, es war sogar bei Takeshis Castle. Hey, in Deutsch, also ein deutsches Format gab's davon doch auch. Das war halt nur übelst behindert und ist nicht angekommen. Das hieß Entern oder Kentern. Klingt ja scheiße. Ja, mit, was ist denn da hinten? Oh mein Gott, ein Geheimweg, der nichts bringt. Ja. Whee! Oh mein Gott. Oh mein Gott, ein Frosch! Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Seit Don't Starve mag ich keine Frösche mehr. Oh ja, die Mann. Evil. Oder Vögel. Oder Hunde. Oder irgendein Tier. Naja, es geht. Spinnen sind okay. Ja, Spinnen. Die haben zwei Hits gebraucht. Oh mein Gott, was soll das? Hallo. Hallo, erster Boss. Ach, ja, das ist, ja, die Smaragdgarde hier, die haben ja Pflanzenkräfte. Das sind voll die Hippies.
rauchen bestimmt auch Gras. Voll die Erdmagier. Das sind bestimmt Ninjas. Jo Mann, Alter, was geht? Das sind Ninjas. Siehst du doch wieder. Samurai. Nein, die Ninjas sehen anders aus. Ja, deshalb heißt es Samurai. Ninja, sind wir hier auf dem Piratenschiff oder was? Ja, deshalb sage ich das Samurai, ich habe mich ja verbessert. Mann, ey, geht doch gar nicht. Stirbt das Ding auch mal? Apropos Ninja, damals gab es dann ja auch noch so ein, in gewisser Weise Nachfolger zu Takeshis Castle, der hieß dann Ninja Warrior, wo die da auch so einen Höllenparcours machen mussten. Das kannte ich nicht. Da mussten die halt dann so einen vierteiligen Parcours oder sowas absolvieren. Aha. Und der war halt übelst schwer. Das war in etwa so, ich weiß nicht, sagt der Wipeout was? Nee. Das ist halt auch so eine Sendung gewesen. Gab's auch mal ein paar deutsche Folgen von, die sie dann produziert hatten. Die müssen dann halt auf so einem Hindernisparcours dann da langrennen und halt aufpassen, dass sie nicht ins Wasser fallen oder so, oder in den Schlamm fallen oder so ein Mist. Ich hab da mal ein paar Folgen von geguckt, das war dann zum Teil schon ziemlich lustig. Ja gut. Wasser waren garantiert Piranha, weil nee, das nicht. Das Beste waren sowieso die Leute, die einfach standardmäßig so richtig gefällt sind, aber gut, ich würde wahrscheinlich. Ich merke gerade, wir haben immer noch einen Peasant, gell? Ach ja. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wer bist du eigentlich? Oh, die Schnecke, die macht. Ja. Ich weiß, oh mein Gott, ein. Was zur Hölle? Der hat wohl zu viele Sandwiches gegessen. Nee, halt eins. Das hält aber Dauer an, ne? Ich will sein Sandwich haben, ganz ehrlich. Sandwich Infusion da. Ich glaube, im Sandwich kannst du keine Magie mehr benutzen, also. Nee, kannst auch nicht. Na schau. Dann willst du es, glaube ich, nicht haben. Ja, stimmt. Schon auch wieder. Ich weiß gar nicht, was macht denn die Schnecke eigentlich? Die macht seine Verteidigung, glaube ich, hoch. Um 5 Punkte. Macht der Elefant auch 5 Punkte? Nein. Also scheint sie gut zu sein. Decke macht dich halt nur langsamer. Oh, ich merk's. Nope. Oh mein Gott, Gegner. Wer hätte das nur gedacht? Aber nee, was ich halt sagen wollte, ne? Ich meine, ich würde bei Wipeout höchstwahrscheinlich auch nicht viel besser abschneiden als die meisten Leute, ganz ehrlich. Aber, oh, das ist. Was ist das denn jetzt? Ach, das ist der. Was war das denn? Ich weiß nicht, was das ist. Oder ist das der. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, aber es ist halt lustig zu sehen, wie Leute auf die Fresse fliegen. Es ist nun mal so! Dafür geht's geradewegs in die Hölle! Und wenn Leute halt irgendwie einen Ball in die Eier geschossen kriegen oder so. Es ist halt lustig! Yay, Boss-Time! Ich meine, man sollte zwar nicht drüber lachen, aber man lacht trotzdem drüber. Aua! Yay, Popcorn, das 1 HP macht! Hui! Hey! Ja, ich habe gehört, dass Feuer sehr effektiv sein soll. Obwohl, wir spielen hier kein Pokémon, ne? Ich weiß gar nicht, gab es eigentlich ein Mais-Pokémon? Ich glaube nicht. Vielleicht in Schwarz oder Weiß? Ne, ich meine, es gab kein. Ne, ich meine doch, es gab kein Mais-Pokémon. Aber naja, ich würde denen alles zutrauen. Die haben auch die haben ein paar Zahnräder zu einem Pokémon gemacht. Weil eins der coolsten Pokémon, finde ich, ist das Geisterschwert aus jetzt X und Y. Ein Schwert als Pokémon. Ja, es ist ein Schwert. What? Das Schwert ist übelst awesome. Warum? Seine zweite, also seine nächste Entwicklungsstufe sind einfach mal zwei Schwerter. Und danach kommt ein Schild dazu. Und dann verwandelt sich das Schwert. Ja, dann verwandelt sich das Schwert tatsächlich in ein Schwert, das ein Schild trägt. Fuck. Und das. Irgendwie die Ideen ausgegangen, oder? Was?
Denen sind irgendwie die Ideen ausgegangen, oder? Ja, nach einer Weile spammt er halt nur rum. Lock den mal hier hin. Nein, nein, ich meine Pokémon. Achso, ja, los, greif an, greif an! Er würde ich ja gar nicht, liegen. Nein, ich meine den Boss. Achso. Jetzt haben wir nämlich den einen Peasant hier haben wir nämlich jetzt getriggert. Der knüppelt jetzt auch drauf. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Boss so lange gedauert hat. Ja, ja, das Problem ist halt, dass er extrem scheiße ist, weil er sich versteckt. Moment, also unter Unterhosen. Hm? Hat der riesige Maiskolben da Unterhosen an? Ja. Ach so Scheiße. Nee, aber ganz ehrlich, ich mag das Vieh. Warum? Weil es halt eine der geilsten Fähigkeiten hat. Eisdroppen? Was? Nein! Oder meinst du Schwert? Schwert. Scheiße, ne? Weißt du, das hat halt, es hat halt eine Spezialattacke, ne? Also eine Spezialattacke, die nur es lernen kann. Die heißt Königsschild. Und es ist so, das Vieh hat sozusagen zwei Modi. Einmal den Angriffsmodus und einmal den Verteidigungsmodus. Also du musst wissen, das Vieh hat extrem gute Verteidigungswerte. Mhm. Dafür hat es allerdings beschissene Angriffswerte. Mhm. So, wenn du jetzt, also du startest einen Kampf standardmäßig im Verteidigungsmodus und wenn du jetzt wenn dieses Pokémon dann eine Angriffsattacke verwendet, ne, die eben Schaden beim Gegner verursacht, wechselt es in die sogenannte, also das heißt dann Klingenform, ist halt die Angriffsform und dann kehren sich einfach mal die Werte um. Wieso erinnert mich das jetzt an Yu-Gi-Oh? An was? Yu-Gi-Oh. Mich erinnert es eher an Potrot. Was? Potrot ist auch so ein Pokémon. Das hat die besten Verteidigungswerte, allerdings die beschissensten Angriffswerte. Und Strategien mit Potrot sind halt, glaube ich, generell, dass du Potrot reinschickst, das Vieh erhöht dann, glaube ich, irgendwie Angriff- oder Verteidigungswerte oder sowas und dann macht es Wertewechsel oder irgendeine Attacke. Und dadurch tauscht es halt seine Verteidigungswerte gegen seine Angriffswerte aus. Hat dann halt einen super hohen Angriff, ist aber sauschnell tot. Glaskanone? Ja, so in etwa dann. Oh, der ist ja fast tot, der Boss. Nee, und das Geniale ist allerdings dann, wenn du dann diese Spezialattacke verwendest, Königsschild, dann verwandelt sich dein Vieh wieder in die Verteidigungsform. Das Tolle, Königsschild ist sowas wie Schutzschild. Mhm. Ne, du weißt ja, was Schutzschild macht. Ja. Wegen, dann greifst du halt einmal kurz an, dann kriegst du vom Gegner vielleicht was auf die Fresse oder so, dann machst du halt Königsschild und dann, ja, oh, okay, er ist tot. Bye, bye. Ey, Alter, mit dem Berg an Popcorn könnte man eigentlich ins Kino gehen. Ja, trotzdem schon während der Vorschau weg. Ja, ist hey, leider immer so. Yeah, das Knaben-Unterhorn, was? Wir haben einen riesigen Maiskolben besiegt, jetzt kriegen wir ein Horn. Warum kriegst du das? Weil ich halt besser bin. Und wieso bist du aus dem Raumschiff gekommen? Weil ich die Kraft der Liebe habe. Oh yeah, motherfucking Arena. Hast du ein Level-Up gekriegt? Ach, ich hab auch ein Level-Up gekriegt. Awesome. Ja, was zur Hölle? Der Typ sieht irgendwie so aus. Ja, das Schwein ist ziemlich cool. Du kriegst halt mehr HP, wenn du essen isst. Das ist irgendwie überteuert, oder? Ja, so leicht. Big Barbarian. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der Typ da oben in dem Kostüm steckt. Frag mich nicht warum. This hurts me more than it hurts you. Ja. Das tut dir mehr wie als mir, ja. Das Love and tolerate, so. Bitch. Aua. Aua. I'm fucking fabulous. Vielleicht soll ich mal angreifen. Aua. Oh. Scheiße. Oh, wow, was? Ja, spam ich mir immer Kids, sonst ist mir völlig wurscht. Ah, aua. Aua. Verdammt, Dagger. Aua. Aua. Nein, nein, Katze, nein. Aua. Ist doch voll unfair. Den Kopf ihm ab. Kopf abhacken.
Ach, eins war noch nicht. Ach du Kacke, ey. Oh, guck mal, der ist zu Stein geworden. Hey, Geld! Cool. Ich will. Ja, noch du. Du. Das Horn von Gondor! Nein, das Knabenwunderhorn. Schade. Och nee. Oh Gott, die Meermenschen. Nee, Jungfrau Mann und Blauberstube. Das Böse! Wo ist Aquaman, wenn man ihn mal braucht? Das ist kein Wasser, das ist Matsch. Ach ja, Aquaman, der arme Aquaman. Aua. Aua. Die kann man aber nicht freischalten, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber nett, dass sie sich in Fischfilets verwandeln. Oh ja. Warum auch nicht? Oh, ich hasse das. Oh Gott. Dann hüpfen die auch noch so lustig rum. Wenigstens machen die noch 5 Schaden. Nicht so wie die anderen Gegner, die, keine Ahnung, 30 ziehen oder so. Jedenfalls bei mir. Wow. Die sind jetzt aber alle schön schnell gestorben. Ja. Triple kill. Jetzt bräuchtest du dieses Wasserlaufviech. Na, du brauchst das Seepferdchen. Jo. Ja, genau. Ach, besser. Yeah, hey, Laden. Warum bist du so schnell? Weil ich die Katze habe. Gehe ich mal von aus, dass die Katze Agilität hochmacht. Das wäre möglich. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich glaube, der Elefant macht 3 Stärke oder so. Wow, was zur Hölle ist das denn für eine Attacke? Oh, guck mal, der ist auch zu Stein geworden. Ah, da ist wieder ein Smaragdgardist. Wo ist Pierce Tankoru now? Die hätten ja, glaube ich, eigentlich andere Namen oder so, aber dann haben sie es in einer anderen Adaption wieder geändert. Der beste war sowieso Animal. Ja, sah halt. Soll ich nicht? Unbedingt. Oh Gott, jetzt habe ich ein Schwert. Ich habe ein Schwert! Ich habe ein Speer. Ich will aber kein Speer. Ja, dann hol dir den Stock. Der ist noch schlechter. Ja, also. Glaube ich. Ah, deswegen war ich so schnell, weil ich den scheiß Speer, weil ich den scheiß Stock hatte. So, dann gib mir mal das Schwert zurück. Nö. Ich muss den Fischmann hier tot prügeln. Ist schon tot. Zeig mal den Speer. Was hat der denn für Werte? Bitte was? Ey, der hat Crit-Chance, geil. Besser. Okay. Da mag wohl jemand sein Spiegelbild nicht. Huch. Ich glaub da. Das ist nur so ein Spawn für die Gegner. Sowas von fast gar nicht an diese Scheißstelle erinnern. Ui. Aua. Aua. Alter. Alter, hast du das gesehen, wie viel Schaden das Vieh gemacht hat? Ja. 48. Au. Sicher nicht 42. Au. Sicher. Alter. Wie denn die Macht des Pies einfach mal nicht interessiert? Ich würde sagen, du hattest gerade ein schlechtes Timing. Heiltrank benutzen und dann Level up. Ja. Aua. Beschuldige den Gegner. Alter. Fall um, Fischfilet. Derbt. Oh, hey, cool, noch mehr Steinstatuen. Loot, Loot, Loot! Tut allen gut! Bubis! Naga! Hallo!
keine Naga, das ist eine Medusa. Ja, aber eine Medusa ist auch eine Naga. Oh Gott. Poison! Das war schon was. Verdammt! Ja, sie wirft mit Schlangenköpfen. Warum nicht? Ah Gott, jetzt, ach, jetzt geht das los. The fuck is this? Das ist ihr, ich saug dir die Seele aus dem Leib, Blick. Aha, was kann der? Versteinern. Wenn du dich bewegst oder wenn ich nicht bewegst? Wenn du sie ansiehst. Ach so, das war was sie umdreht. Ja, genau. Musst du ja bewegen halt, wegen der scheiß Schnecken, Schlangen, ja. Die aber auch stöhnt, ey. Die hat einen Stiefel an, ne? Einen, ja. Ja, sie ist ja auch, sie ist ja auch eine Schlange. In gewisser Weise. Oh, das fuck! Das sind bestimmt Schlangenhautstiefel. Bestimmt. Oh, jetzt kommt wieder ihr... Kommt wieder ihr Seelenblick? Nee. Ja, jetzt. Ah, nein, 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 nein! Aua! Aua! Aua, mein Bein! Ey, die macht nicht schlecht Schaden, du. Ah, fuck! Ich wurde in ein steinernes Herz verwandelt. Warum nicht? Love, love, love! Nah genug dran, der trifft seinen auch einfach mal nicht, ne? Ja, gut, ne? Kann ja schlecht nach unten, kann ja schlecht so, so dann. Oh Gott! Ja, sehr gut. Völlig was. Was passiert natürlich mit einer Medusa, wenn sie stirbt, sie versteinert? Zack! Oh, das hab ich gekriegt. Ich hab das Markenschwert! Ey, das ist für Magie geil. Awesome. Ja, Ach ja. Ja. Ey. Puh, na gut. Noch ein Duell. Noch eins. Zum Abschluss. Schau, ob du mit deinem neuen Schwert jetzt was kannst. Aua. Aua, 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 aua. Das macht ja keinen Verteidigungswert hoch. Doch, du Doofkopf. Macht es? Drei. Ja, du hast ja auch wieder. Ja. Guck mal, da macht. Was zur Hölle war. Vergiss es. Der Soundeffekt, ey. Boah! Wow. Okay. Nicht treffen lassen. Also, was hab ich eben gesagt? Das sagt sich so einfach. Ja, was? Adorable Explosion! Geh weg! Bist doof! Ich mag dich nicht! Aua! Magic, why you fail me? Ja. Besser aufpassen. Hab ich gerade richtig gesehen, dass der Move in der Luft 2 Schaden gemacht hat? Und auf dem Boden 1 Schaden, ja? Sinn? Mann, aua! Ah! Ich werde von der Katze vergewaltigt! Run and gun, verdammt! Nyan, nyan. Aua! Aua! No, I'm allergic to adorableness! Dir ist klar, dass dein Regenbogen eh keinen Schaden macht, oder? Er hatte vorhin 22 Schaden gemacht. Was? Ne, 2x2. Das war 2 auch so. Deine komischen Tiere machen Schaden, ja. Aber das war's auch schon. Aua. Ey, ich lebe doch. Ah! Verdammt! Jetzt nicht mehr! Kacke, nein!
So, und mal wieder sieht man, dass der Schmied immer gewinnt. Ja, weil er billig ist. Er ist einfach nur mächtig. Vollmond! Vollmond! Na gut. Nein, Vollmond gibt's nicht heute. Vollmond ist erst in der nächsten Folge. Schade. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit Werwölfen. Mit Werwölfen. Ciao, ciao. Tschüss.